Heute geht es um das Thema Rost. Das hatten wir ja bisher auch noch nicht. Ich habe jetzt hier so einen Tank. Der hat, wie man hier sieht, da ist der ganze Lack weg. Ich habe den jetzt auf dem Kopf liegen. Da ist wohl mal Bremsflüssigkeit drüber gelaufen und hat den ganzen Lack weggefressen. Also, wenn da Bremsflüssigkeit irgendwo runterläuft oder so, sofort abputzen und nachspülen. Weil sonst ist innerhalb kürzester Zeit der Lack weg. Allerdings nur bis Dot 4. Dot 5 ist auf Silikonbasis, das frisst nichts mehr weg, also beschädigt keinen Lack mehr. So, hier sieht man jetzt ganz schön diese Bördelkanten, wo das Innen- und Außenblech hier zusammengeschweißt ist. Also bei dem hat man jetzt mehr hier am Außenbereich Rost. Das ist eigentlich schon mal ganz gut, dass es nicht zwischen den Nähten rauskommt, weil das ist immer problematisch. Man kann die ja nicht aufmachen zum Entrosten. Dann müsste man den ja wieder neu verschweißen. Also das sieht eigentlich bei denen ja relativ gut aus. Und da ist der Lack, weil die Grundierung da auch irgendwie unterrostet ist. Man sieht es ja hier, müssen wir da jetzt erstmal den ganzen Rost entfernen, ne? Und bei Tanks grundsätzlich, auch wenn die entleert sind und so weiter, mit nichts dran gehen, wo Funken schlagen könnte. Ideal sind zum Beispiel zum Entrosten hier solche Nylonscheiben, weil die keine Funken schlagen. Erstmal so viel dazu. Also man kann jetzt das Grobe zum Beispiel mit einem 80er Papier erstmal wegschleifen, den ganzen Lack runter. Ja, dann zeige ich mal den weiteren Aufbau und wie blank es sein muss. Also solche Geschichten wie Rostumwandler und so weiter, das brauchen wir erst gar nicht anfangen, weil die meisten basieren auf Phosphorsäure. Da funktioniert die Entrostung chemisch. Das Problem bei diesen ganzen Säuren ist natürlich, wenn da Rückstände bleiben und dann kommt später Wasser hinzu und Luft, also Sauerstoff, dann rostet es noch viel schneller wie vorher. Also das Sinnvollste ist immer eine mechanische Entrostung, so gut wie es eben geht. Entweder mittels Schleifen oder mit Nylonscheiben oder eben Sandstrahlen. Damit in den Tank nichts reinkommt, machen wir erstmal hier, da sind die Benzinhähne schon weg. Ja, das ist ein Moto Guzzi, so ein von einem Polizeimotorradtank. Da haben wir jetzt diese Benzinhähne schon demontiert. Da kann man jetzt einfach, damit da nichts reinkommt, einen Lumpen reinstecken oder so. Ich mache mir das immer ganz einfach. Ich nehme einfach ein Stück Zeber, einmal Teserband drumherum und stopfe das da. Das ist ein relativ langer Stopfen, wie man sieht. Der Stopf drücke ich da einfach ein bisschen rein, lasse den rausstehen und so kommt da nichts da rein und ich kann es jederzeit wieder abziehen. Wenn man passendes Gewinde da hat, dann kann man auch eine Hutmutter aufdrehen, wäre auch noch eine Möglichkeit. Das ist jetzt die Oberseite vom Tank. Da sieht man den Einfüllstutzen. Den muss ich natürlich auch zumachen. Und von daher entferne ich da zuerst die Farbe, damit ich den sauber abkleben kann und nicht hinterher dann nochmal dran muss. Dann bleibt er bis zum Ende eigentlich zu sauber. Und ja gut, das kann man jetzt auch mit einer Nylonscheibe da die Farbe entfernen und dann nochmal ein bisschen nachschleifen mit einem zum Beispiel Nachschleifpapier 240er oder so, um diese kleinen Riefen da noch ein bisschen einzuebnen und glatt zu machen, dass nachher dann die Dichtung sauber drauf geht. Das Problem bei den Tanks ist immer, dass sich da die Farbe ganz gerne löst, wie man es hier sieht. Das liegt daran, dass die Benzindämpfe vom Rand her die Grundierung bzw. den Lack anfangen zu unterwandern. Von daher sollte man diesen oberen Bereich, wo die Tankdichtung aufliegt, die sollte eigentlich blank bleiben. Dadurch können die Benzindämpfe dann nicht unter den Lack wandern. Also man geht dann praktisch nur bis zu dem Außenrand hier mit dem Lackmaterial, weil da liegt dann die Dichtung auf und dann kann eigentlich auch nichts passieren, dass es da unterwandert und hier ringsherum den Lack löst. Jetzt mal oben den Tankdeckel da sauber mit der Bürste. Das ist der
ist jetzt von den ganzen Lackresten befreit. Also so gut wie möglich auch hier ringsrum alles entfernen. Und habe es jetzt obendrauf nochmal nachgeschliffen mit einem 240er Papier, dass es schön glatt ist von der Oberfläche her, damit dann nachher die Dichtung sauber aufliegen kann. Und jetzt sieht man ja schon hier der ganze Tank, der hat überall Kratzermacken, also da waren die Embleme aufgeklebt, die haben wir im Heißluftföhn vorsichtig entfernt, sodass sie heile bleiben. Und jetzt wird das Ganze mit einem 80er Papier einfach erstmal runtergeschliffen. Wer die Möglichkeit hat und hat in der Nähe einen Sandstrahlbetrieb, der große Anlagen hat, der kann den auch vernünftig abkleben mit einem speziellen Papier, das es gibt für Sandstrahlen. Da gibt es spezielle Klebebänder, die das aushalten, also Sandstrahlen, da macht man die ganzen Öffnungen zu und lässt den Tank am besten einfach komplett mal abstrahlen. Allerdings sollten die nicht zu grobes Strahlmaterial nehmen, sondern ein bisschen feineres, weil sonst muss man nachher viel füllen und nachschleifen. Jetzt schleift man das erstmal alles mit einem P80er, mit einem Exzenter mal runter, bis wir dann die Kanten freigelegt haben, um die dann noch nachzubearbeiten. Vor dem Schleifen natürlich den Tankverschluss sauber abkleben. Also mit etwas Glück bleibt das da jetzt, weil ja der Rand außenrum sauber ist, braucht man da ja nicht mehr schleifen, dann bleibt das Klebeband, kann man das bis zur Grundierung oder nach der Grundierung sogar drauf lassen. Und wenn man dann hier an den Rändern so kleine Lackkante hat, dann kann man das später mit einem flachen Klotz, also ganz plan auflegen und die Ränder dann noch ein bisschen einebnen, so dass man dann exakt geraden, sauberen Übergang hat zum Lack. Alles runtergeschliffen. Die ganzen Bördelkanten. Da ist noch ein ganz bisschen. Ich zeige den jetzt mal von unten. Und die Halterung, da sind wir noch punktuell mit dem Sandstrahler drüber. Da auch die ganzen Bördelkanten, da die Halter. Jetzt haben wir so einen Reinheitsgrad von, also nach DIN 4628-3 dürften wir jetzt so bei RI1 oder RI2, also bis 0,5% Rost auf der Oberfläche, 0,5 bis 0,005. Jetzt wird das alles mit Silikonentferner noch entfettet und sollte man nach Möglichkeit nicht mehr anfassen und dann praktisch gleich im Zinkphosphat Grund drauf. Auf dem Blechtank ist jetzt Epoxidharzgrundierung, also die hat Zinkphosphat drin, schön dick aufgetragen, gerade an den Kanten hier, und wurde dann halt mit Kontrollschwarz dann nochmal behandelt. Nochmal geschliffen, um dann nochmal so ein paar kleine Macken auszuspachteln. Das kann man dann direkt auf dieser Epoxidharzgrundierung machen. Da sind zum Beispiel noch so Kleinigkeiten, die werden jetzt noch ausgespachtelt und dann wird der Tank dann, kommt nochmal komplett Füller drüber. Wenn es dann nochmal blanke Stellen gibt, dann spritzt man kurz vorher ein bisschen von der Grundierung vor. Lässt kurz ablüften, um dann den Füller aufzubringen. Und jetzt sieht man auch an den Bördelkanten, also hier ganz gut da, wenn da so Vertiefungen oder so sind oder Öffnungen da zwischen den, weiß nicht, ich drehe den jetzt mal um. Zum Beispiel kann man das jetzt hier ganz gut sehen, da sind die nicht ganz geschlossen, die Bördelkante, also das Blech nicht direkt aufeinander.
Das kann man dann nochmal ganz vorsichtig ein bisschen mit der Dichtmasse zumachen, bevor der Füller draufkommt, damit dann nachher in diese kleinen Risse dann kein Wasser eindringen kann, um dass es dann nicht von innen wieder herausrostet. Ne? Und diese Epoxidharzgrundierung, die hat einen Zinkphosphatanteil von 12%. Das heißt, diese Zinkpigmente, die müssen also praktisch so dicht sein, dass eine elektrische Leitfähigkeit gegeben ist. Weil das Rosten ist ja, da fließen ja auch Ströme bei dem Rostvorgang. Rost kann man ja im Grunde genommen nicht verhindern, sondern eigentlich das Rost nur immer verzögern. In der Galvanik wird das ja mit einer Opferanode gemacht, also indem man praktisch galvanisch Zink aufbringt und das Zink als unedleres Metall zersetzt sich dann vorher, bevor eigentlich das eigentliche Eisen anfängt zu rosten. Und mit so einer Zinkphosphatgrundierung erreicht man einen ähnlichen Effekt. Und je stärker die Schicht natürlich drauf ist, umso länger dauert das, bis es dann mal rostet. Ne? Wichtig ist halt auch noch, dass kein Sauerstoff drankommen kann und keine Feuchtigkeit oder beziehungsweise auch keine Säuren. Darum soll man ja auch, bevor man irgendwas, also ein Blech grundiert oder so weiter, vom Handschweiß reinigen, also mit Silikonentferner, weil das ja auch säurehaltig ist und das Rosten dann begünstigen würde. So, jetzt spachtel ich dann noch diese kleinen Stellen aus und dann kommt da nochmal eine Schicht Füller drauf. Da waren am Tank jetzt so, ja, ich sag mal, kleine Beulen, Rondellen. Die sind jetzt ausgespachtelt, man sieht da wieder das Metall. Und da muss jetzt vom Füller kommt dann nochmal wiederum so ein Epoxidgrund drauf. Die Halterung bzw. diese Führung vom Tank sieht man jetzt ganz gut da. Das wurde ja vorher richtig mit Epoxy geflutet. Da waren ja so Öffnungen drin und hier auch so. Es ist Epoxy richtig gut reingelaufen und das haben wir jetzt mit einer Dichtmasse zugemacht, damit sich da drin kein Wasser sammeln kann und dass es nicht wieder von innen her herausrostet. Kann man natürlich, theoretisch hätte man es auch lackieren und dann hinter mit Wachs ausspritzen, aber dann hat man halt immer das Wachs überall anders dran, wenn man mal Tank demontiert. Also man kann da verschiedene Wege gehen. Die einen bevorzugen, dass es gewachst wird, die anderen machen es dicht. Das Dicht kommt dann eher darauf an, was einem besser gefällt. Ne? Also wir machen das eigentlich schon immer so und das hat sich bisher bewährt. Wichtig ist, dass es gut durchtrocknet, die Dichtmasse. Da kommt ja dann nochmal jetzt ein Füller komplett innen drauf. Weil da haben wir ja auch wieder so ein paar kleinere Stellen, wo wieder blank geschliffen sind, da zum Beispiel am Rand hier. Da sieht man es. Und da muss jetzt vorher auch nochmal eine Grundierung wieder drauf. Aber damit praktisch, da kommt jetzt der Füller drauf nochmal, innen und außen. Und dann lässt man den außen ein bisschen trocknen, dreht dann den Tank um. Und kann dann innen praktisch erstmal auslackieren und kann das komplett in Ruhe durchtrocknen und dann außen schleifen, außen fertig lackieren.